Unsere Autonomie hat uns in den letzten Jahrzehnten als Minderheit den Hals gerettet, aber der Hemdkragen ist vielfach sehr eng. Und gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, dass uns gar zu oft auch die Luft wegbleibt, wenn Gesetze wieder angefochten werden, wenn wieder irgendwelche Hiobsbotschaften von Kammern kommen, aus halbstaatlichen Organisationen. Dieses Pferdl, wo ist er denn, der Locher Franz? Dieses Pferdl, wenn eine Pfad ruckt, das ist nicht fein, gell? Das weißt du. Und so geht es unserem Land, wenn wir immer wieder sozusagen schauen müssen, dass wir Luft kriegen und ein bisschen mehr Spielraum haben. Dieses inzwischen ohnehin enge Hemd der Autonomie wird immer wieder angegriffen. Den Begriff Vollautonomie scheint die SVP Lega Salvini Alto Adige Südtirol Landesregierung nicht mehr zu kennen. Bei der Volkspartei erkenne ich durchaus aufrecht stehende Menschen. Aber die Kämpfer fehlen mir, die hier auch wacker vorangehen. Das muss nicht laut sein, das muss nicht polternd sein, aber das muss glaubwürdig vertretbar sein, dass es die Bürgerinnen und Bürger draußen auch sehen. Von der Lega, da muss ich schon sagen, wer ist denn jetzt noch immer hier im Saal von der Lega? Gar niemand, oder? Wohl, Bessone ist hier. Was ist übrig geblieben von der Lega Verde, autonomiepolitisch, sezessionistisch eingestellt? Das wäre das, was Südtirol braucht hier, um die Autonomie wirklich klar auszubauen, um eine echte Eigenstaatlichkeit oder eine Eigenständigkeit anzustreben. Diese großen autonomiepolitischen Schritte hin zu einer Selbstverwaltung, den vermisse ich.